Teil 6 meiner Geschichte des Wissensmanagements. Das Thema Sicherheit und Datenschutz. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit Laptop und meinem Siemens-Handy damals als Modem auf einer Raststätte irgendwo zwischen Eisenach und Paderborn gesessen habe, nur weil während der Bereitschaft ein Problem bei den Servern aufgetreten ist und ich die remote managen musste. Das war irgendwann um 1997 rum. Schon damals konnte man sich vorstellen, wenn man an die Dienste gedacht hat und die Bedeutung dieser, dass natürlich eine sichere verschlüsselte Verbindung für diese Wartung von erhöhter Bedeutung war. Was allerdings für mich das einprägendste Erlebnis in Richtung Datenschutz, Verschlüsselung und Datensicherheit war, kann man sich am folgenden Beispiel vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in den Raum während der Mittagspause und da sitzen Leute da und die haben als Bildschirmschoner wechselnde Aktbilder von Frauen auf dem Bildschirm. Und es stellt sich heraus, dass das die Bilder sind, die Nutzerinnen über E-Mails ihren Freunden zugesandt haben. Und eine automatische Bilderkennung hat aus dem Datenfluss über die Internetleitung die entsprechenden Bilder rausselektiert, hat automatisch erkannt, welche von diesen Bildern Aktbilder sein könnten und zeigt diese auf dem Bildschirm an. Und des Weiteren stellen Sie sich jetzt mal vor, die Leute, die dort sitzen, können bei einem Bild, was besonders schön aussieht, einfach auf die Pause-Taste drücken. Und mit einem Klick herausfinden, wo die entsprechende Frau wohnt, auf welcher Adresse die ist, mit wem die sonst kommuniziert und so weiter. Das war Stand der Technik in 1997. Das ging also völlig automatisch, diese Datenerkennung über die normalen E-Mail-Protokolle direkt aus dem Fluss der Daten über die Leitung raus zu extrahieren. Die Tools waren alle frei zur Verfügung, die dafür notwendig waren. Und natürlich war es auch damals wie heute verboten, sowas zu tun, aber das war ein Teil der Erkenntnis, wie einfach tatsächlich bestehende IT-Tools genutzt werden können, um tief in die Privatsphäre von Leuten einzudringen und wo ich mir sicher war, dass diese Nutzerinnen von dieser Anwendung durch Dritte nicht begeistert gewesen sind. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie weit also diese Objekt- und Bilderkennung damals schon war und die Überwachung der Kanäle, kann man sich vorstellen, welches Ausmaß heute damit erreicht werden kann. Wir haben uns damals damit beruhigt, dass wir gesagt haben, okay, Phil Zimmermann hat 1991 in den USA das Pretty Good Privacy, also diese Public Key Verschlüsselung entwickelt. Und hat auf eigenes Risiko das außerhalb der USA als Open Source verfügbar gemacht, so dass quasi ab 1991 und danach jeder in der Welt die Möglichkeit hatte, seine Daten, seine Kommunikation sicher zu verschlüsseln. Das ging bis heute. Wir waren also der Meinung, okay, wenn das 97 noch geht, spätestens in 2, 3 Jahren ist Verschlüsselung Standard, also um 2000 rum hat sich das Problem erledigt. Weil sämtliche E-Mail-Kommunikation, Chat-Kommunikation, ähnliches komplett verschlüsselt von Anwender bis Anwender ablaufen würden. Wie weit wir damit fehllagen, kann man natürlich heute sehen, wenn man Themen wie Edward Snowden sich vor Augen führt und sagen muss, okay, es hat sich seit 1997 in diesem Bereich recht wenig getan. Ein weiterer Aspekt war das, wie sichern wir unsere Systeme. Meistens ist das bis heute noch mit Username und Passwort gesichert. Wir haben damals schon zur Sensibilisierung für die Änderung von Passwörtern mal ein System aufgesetzt. Da haben wir gesagt, in Ordnung, alle Fehleingaben von einem Username und einem Passwort werden mitprotokolliert. Da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass bei einer Fehleingabe Nutzer ein Passwort von einem anderen wichtigen System verwendet. Uns ist es damit gelungen zu zeigen, dass wir von 80% der Nutzer die Passwörter innerhalb von einer Woche für ein wichtiges Unternehmenssystem ermitteln konnten und sie damit darauf hinweisen, dass die Änderung von Passwörtern, wenn man irgendwo mal eine Fehleingabe damit gemacht hat, unbedingt erforderlich ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele normale Anwender in unserem heutigen Leben
Passworte weitergebrauchen, nachdem sie die auf einer anderen Website, wo sie ebenfalls Username und Passwort haben, das Passwort einmal falsch eingetippt haben. Das ist praktisch ein Schlüssel, eine Einladung für alle möglichen Websites, andere Dienste wie zum Beispiel Facebook oder Firmensysteme frei zu nutzen. Also diese Sensibilisierung ist mir aufgefallen, ist bis heute bei den meisten Anwendern nicht gegeben. Schon damals, ebenfalls 97, 98, 99, hat das Thema natürlich Virenschutz, Virenblocker und vor allen Dingen auch Firewalls und Load Balancer eine große Rolle gespielt. Schon damals hat man mitgekriegt, wie aufwendig das war, entsprechende Server und Serversysteme, Clustersysteme einigermaßen zu sichern und auf welch vielfältige Weise Sicherheitsrisiken zur Verfügung stehen, wenn Rechner im Internet erreichbar sind. Damals hat man natürlich mit Firewalls, Firewall-Regeln gearbeitet und sich genau überlegt, welche Prozesse wo auf welchem Rechner laufen, auf welchen Ports die lauschen, wie sie funktionieren und hat danach die Sicherheitsregeln konfiguriert. Wenn ich dann an ein heutiges Smartphone denke, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich bei mir bei dem Gedanken an Datensicherheit und Privatsphäre gleich die Haare im Nacken sträuben. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, wenn man jetzt viele Systeme, viele Rechner hat, viele Dienste, die zusammenspielen sollen, dann spielt natürlich auch das Thema Authentisierung und Login eine sehr große Rolle. Das heißt, erst dann wird deutlich, warum Systeme, man sagt Single Sign-On, also die Möglichkeit, sich nur einmal mit einem Nutzernamen, einem Passwort einzuloggen und dann alle abhängigen Systeme mitverwenden zu können, so eine große Rolle spielt und warum IT-Abteilungen darauf einen großen Wert legen, dass neue Anwendungen möglichst über die Single Sign-On-Algorithmen authentisieren können. Wer sich selbst schon mal mit der Konfiguration von Firewalls für komplexere Systeme beschäftigt hat und über längere Zeit, also 2, 3 Jahre, die Pflege und Administration dieser Regeln mitvollzogen hat, kann nachfühlen, schon im Bauchgefühl, dass es kein triviales Thema ist und tatsächlich Unbehagen verursacht, wenn dort neue Lücken für neue Dienste in die Firewall gebaut werden sollen. Wichtig war für mich auch später, passt jetzt zeitlich nicht ganz, passt aber an das Security-Thema. Die Erkenntnis, als ich mir mal meine Daten von Amazon habe kommen lassen und habe festgestellt, wie viele auch unterschiedliche Accounts in unterschiedlichen Rollen und Lebenslagen, die normal nichts mit meinem Namen zu tun haben, dort als Daten zusammengefasst waren. Also wie weit damals, ich glaube um 2006 in dem Fall, schon das Zusammenführen der Inhalte realisiert worden ist. Alles in allem hat das Ganze bei mir zu der Erkenntnis geführt, dass alles, was sich irgendwie zusammenführen lässt, was sich an privaten, interessanten Daten auswerten lässt, wird getan, egal ob es erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Das also eine große Herausforderung ist, unsere Lösung, Systeme und unsere Kommunikation selber so aufzubauen, dass dieses Zusammenführen der Daten möglichst nur in überschaubarem Umfang möglich ist oder weitgehend verunterbunden werden kann. Das ist auch der Grund, warum ich vielen dieser Cloud-Dienste, die Daten auf ihren Servern sammeln, sehr skeptisch gegenüberstehe. Insgesamt hat es dazu geführt, dass aus diesen Erkenntnissen und diesem alle selbst erleben natürlich der Punkt Sicherheit, Datenschutz und wo werden Datenbestände gesammelt und zusammengeführt, bei mir eine sehr spezielle Sensibilität auslöst, die viele vielleicht als Paranoia betrachten, aber es vielleicht nicht tun würden, wenn sie das selbst schon live gesehen haben, was mit diesen Daten möglich ist und vor allen Dingen auf automatische Weise und in extrem großem Umfang.